Ja, hallo von der Spickkultur und willkommen zurück bei Banished, wo wir immer noch in Rubblegum unterwegs sind. Gucken wir mal, was der Graf sagt. Der Graf. Ja, Wachstum wird immer schwieriger. Aber wir können definitiv mal ein paar Häuser gleich aufbauen. Ja, schön, dass du uns Getier mitbringst, weil ich es gerade nicht brauche. Aber eigentlich brauchen wir wirklich Bevölkerung hier in der Ecke. Und wahrscheinlich, die Storage sind noch nicht ganz voll. Vielleicht auch einen kleinen Markt noch hier unten in der Ecke. So, setzen wir den erstmal. Wir haben ja zuletzt hier eigentlich einiges aufgebaut, beziehungsweise Platz gemacht. Wo wir dann einiges an Ressourcen jetzt auch kriegen dadurch, ne? So, den mal umstellen auf Ale. Damit wieder Alkohol produzieren kann. Und hier hungert schon wieder einer. Ach, der hat sich gerade Essen geholt. Okay, jetzt holzen die natürlich ganz schön viel ab. Kann natürlich sein, dass es nachher meine Holzproduktion zu niedrig ist, ohne die drei Forester, die hier unten standen. Weil die jetzt so extrem den Kram abholzen. So, wir müssen auch nachher mal einen Herbalist machen mit einem Forester, der einfach nur baut. Also beziehungsweise der plantet dann nur die Bäume der Forester und der Herbalist erntet die halt ab. Weil der Herbalist nutzt alte Bäume, um die Herbs zu kriegen. Und da muss ich halt einfach mal hindern. Dann kann ich nämlich die anderen einreißen und kann das alles über einen einzelnen laufen lassen. Zurzeit, ja. Besorgen wir uns einfach hier ein bisschen. Hihi. Ach, warum auch immer die so lange brauchen, immer hier in der Ecke. Ach so, stimmt ja. Hier geht die Straße ja dann hoch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir bauen uns ein Dorf. Wir bauen uns ein Dorf. Wir bauen uns ein schönes Dorf. Und ich verliere an Nahrung. Ach so, weißt du warum? Weil der Marktplatz hier fertig ist. Und hier ist angegeben, der braucht 12 Vendors. Aber die kriegt der nicht. So, der nächste Forester ist fertig hier an der Seite. Kann auch mal mit der Arbeit direkt anfangen. Damit wir hier nicht ins Minus rutschen. So, Werkzeug wird immer noch genug produziert. Wie der Marktplatz direkt eigentlich voll ist. Das lag wohl eher genau daran, dass dass er direkt mit 6 belegt war. Meine ganzen Herrschaften wurden ja direkt da eingesetzt. Das ist lustig eigentlich, weil hier ist jetzt schon auf 99%. Warum fangen die nicht an, das abzuernten? War echt schon genug Zeit dafür. Kann einfach so viele Leute hier noch reinpfeffern.
und sterben wieder so viele. Ich kann nichts daran ändern gerade. Ah. Schön. Stein. Ähm, 300, 380, 70, 75, genau. Bam. Und dann verkaufen wir ihnen noch das Werkzeug und kaufen dafür 7 kostet es mich 290. Ah, passt nicht ganz. 80, 85, ja. So. Bisschen Kohle und Stein gemacht. Dann kann ich auch direkt eine weitere Reihe an Häusern hier bauen. Ich will jetzt aber erstmal ganz kurz... Na, wo ist er? Ich will nämlich hier auch so eine Doppellinie bauen wieder. Damit man da in der Mitte den Brunnen bauen kann. Genau, da ist jetzt das, der Mittelweg noch drin. Da war sogar ein frei am Ende, ne? Und dann können wir nämlich hier auch einen frei lassen. Dann können wir da eine Straße nachher durchziehen. Dann endet der hier genau bis aufs Ende. Dann endet der hier genau bis auf Ende, ne? Dann schließt er mit der Straße ab, natürlich. Das wollte ich sagen. So gedeiht sie, die Stadt. Im Moment einfach mehr sterben. Aber wir bleiben mit Nahrung eigentlich ziemlich konstant. Ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich, dass so ein paar Storages einfach voll sind. Da geht einfach nicht mehr. Oder hier Holz. Explodiert an der Ecke. Ich glaube kaum, dass hier mal jemand rumkommt und das Holz abholt. Da müssen wir echt mal gucken, wie wir es machen, dann später, wenn wir das Gebiet hier erschließen. Okay, Kleiderlimit erreicht. Dann sage ich einfach mal, dass wir hier beim Händler 300 Kleider einlagern. Obwohl zurzeit einfach hier gar nichts ist. Boah, es passt so perfekt mit der Reihe hier. Und die Leute, die einziehen, sind schon relativ jung. Also haben wir bald geschafft, dass wir wieder im positiven Bereich sind von der Entwicklung der Bevölkerung. Weil nur noch junge Leute da sind, die halt die neuen Häuser beziehen können. So, wie sieht's hier aus? 61 Children, 335 Erwachsene, 476 Citizen, also sind wir kurz vor 500. Wir haben fast so viele Homes wie Familien langsam wieder. Also sind halt nah am Optimum. So, das sind 500 Bohnen. Also ein Einzelner schafft das dennoch nicht, hier den Kram richtig abzuernten.
So, die Häuser sind schon mal fertig. Dann wisst ihr, was ich brauche. Ich brauche hier Brunnen. Dann kann ich die nächste Häuserreihe aufbauen. Ich jetzt gerade echt überlege, ob ich nicht noch ein paar Gatherer baue. Die so ein bisschen die Nahrungsproduktion wieder auf Vordermann bringen. Weil wenn man so ein paar Gebäude hat, die über das ganze Jahr hinweg wenigstens was einsammeln, unterstützt das schon ziemlich. So, Trader, was hast du für mich? Nahrung. Damit habe ich kein Problem. Ich kaufe dir auch Nahrung gerne ab. 4500. Was nehmen wir denn dann? Wurzeln? Dürfen wir nicht viel haben. Was ist das? Pflaumen? Nehmen wir auch mal von dir ab. Und, hier, die Pfirsiche. Kannst du auch ein paar hier lassen. Stahlwerkzeuge. Das hat sie eh erstmal erledigt. Dafür produziere ich einfach zu wenige im Jahr. Trotz der 4 Schmiede. So, 10. So, Holzfäller spät gestorben. Die Anzahl von Tools ist gering. Wo ich nicht weiß, warum. Ja, weil die normalen Tools könnte ich viel schneller produzieren. Am besten schauen wir mal, ob wir noch irgendwo noch einen weiteren Schmied reinpfeffern können. Wo ist der? Da. Passt natürlich super hier vorne. Nämlich gar nicht. Das würde auch nicht passen. Das auch nicht. Also ich kriege leider keinen Schmied in der Nähe hin. Außer ich würde hier Felder einreißen. Tja, dann muss das so geschehen. Da muss ich hier hinten noch frische Felder hinpfeffern. Sind dann eh größer. Ich hatte ja hier nur kleine Felder stehen. So, Schmied, Schmied, Schmied. Bauen wir dann 2 Stück, ne? Wo ich mich ein bisschen frage, wo bringen die das Eisen überhaupt hin? Irgendwo ins Nirgendwo. So, er ist voll. Er ist auch recht voll. Bei ihm ist es noch okay. ...380 Stein, also können wir hier jetzt die Reihe eben aufbauen. 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, na, komm, 9. Ach, machen wir 9 weit, das reicht doch erstmal.
So, haben wir wieder zwei fertige Felder. Was wollen wir hier mal anbauen? Ach komm. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ein Kind wurde geboren und so haben wir schon 101 Kinder. Das bedeutet für mich, dass ich eigentlich schon wieder eine Schule brauche. Wie viele Schulen haben wir? 5, ne? Moment, wenn wir 5 Schulen haben, dann kann ich doch eh 100 Kinder schon unterrichten. Dann ist auch egal, dann können wir es erstmal so sein lassen. Kritisch wäre es vielleicht so bei 80 Kindern irgendwann. So, bauen wir auch schon mal eine Kapelle hier hinten. Da endet die, oder? Ja, genau da. Komm. Dariam und Erling beziehen ihr neues Zuhause, genau wie Spence. Und da kam das erste leere Haus und das ist nämlich jetzt Bombe. Damit sind wir nämlich genau wieder in der Wachstumsplanung drin. So, und wir haben über... Wir haben 500 Einwohner. Feiert den Proof. So, wieder ein Stein. Stein- und Kohlehändler. Dann nehmen wir auch mal 150 Tools hier raus. So. Was ist das? Oh, Master Trader. Ach, und wir brauchen ja noch 2 Schmiede. Habe ich ja auch noch nicht eingesetzt. So, und dann sollten wir auch kein Problem mehr haben. Ja. Ich weiß, was er will. Zu wenig Werkzeug gerade. Da sind die Eisentools. Da sind die Stahl. Da soll er natürlich keine weiteren mehr nehmen. So, und wir werden hier auch mal noch einen Schmied bauen. Und schon 17 Leute ohne Werkzeuge. Da könnt ihr die Produktion mal eben einstellen, bitte. Dann reduzieren wir den hier runter auf 4. Wir haben 80 Millionen Gatherer, die wir gar nicht nutzen können. Weil ich gar nicht neue Leute dahin geschickt habe. Ja, ihr kriegt ja auch noch Leute, die hier was einsammeln. So, die Anzahl der Werkzeuge erhöht sich und immer weniger haben keine. Das ist schon mal gut. Das hilft mir nämlich jetzt. Ich glaube, Kleidung sinkt jetzt. Man kann nicht alles haben. Das ist auch, weil ich in letzter Zeit so viel Kleidung mal verkauft habe. Ich glaube, generell steigt die Kleidung. Ja. Das ist nämlich hier nur der Kleidungsverkauf.
den ich so vorangetrieben habe. Und bei Essen bleibt es immer so plus minus gleich. So, ausgebildet ist immer noch ein Teil nicht. Dann haben wir aber die Glückseligkeit nimmt zu. Ja, die Erwachsenen nehmen leicht ab, aber die Kinder steigen. Haben jetzt schon 100 Kinder. Kohleproduktion ist voll. Eisenproduktion nimmt jetzt ein bisschen ab. Ist klar, wir haben ja auch bedeutend mehr Schmiede jetzt. Aber nur noch 3 Leute, die keine Werkzeuge gerade in der Hand führen. So, da werden die Felder schon abgeerntet. Dann können wir jetzt eigentlich... Der Schmied da unten ist fast fertig, oder? Bam, bam, bam. Hämmer, hämmer, hämmer. So, jetzt ist er fertig. Dann können wir die Kirche hier oben hochziehen. Ah, sie schaffen es wieder nicht ganz. Aber es ist auch einfach, weil die Bahns hier wieder alle voll sind. Ich produziere einfach zu viel in manchen Ecken. Gucken wir mal eben kurz nochmal ins Rathaus. Wo ist es hin? Da ist es. Okay, wir sind jetzt schon bei 503 Leute. Obwohl, hier auf dem Graph sieht das aus, als wenn ich mehr... Andi, stimmt nicht. So, 332 Adults. Erwachsene. 99% sind bekleidet. Gatherer noch hoch. Vendor, Taylor. Dann haben wir einen weiteren Schmied, den wir besetzen können. Wo wir auch mal kurz hin müssen. Erstmal Kamera drehen. Ich bin total verwirrt schon. Wo ist der? Ach, jetzt bin ich total durcheinander. Da waren die. So, hier. Du machst bitte auch Stahlwerkzeuge. So, Stein steigt. Sterben wieder lauter Leute. Der Friedhof ist auch schon seit 80 Millionen Jahren wahrscheinlich wieder voll. So ist er wieder leer. Dann sollte jetzt inzwischen hier der, genau, das Mittelfeld, hier ist leer. Dann können wir nämlich hier wieder einen Friedhof hinbauen. Und den genauso auffüllen oder leeren. Also siehst du, das Bodenfeld macht weniger. Außer er steht wirklich genau am Bahn. Also beziehungsweise hier am Storage. Dann kann er das auffüllen. Passt ja nur 2000 Nahrung in so ein Ding rein. Das ist ja schon fast voll. Hier 2,7. 260 Leder hat er 89% gefüllt. Ist ja nix. So, dann brauchen wir hier einen Kleriker. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Priester. Muss man mal gucken, wie sich einpendeln mit den Jahren. Ich habe ja immer noch nicht genug Leute dafür. Ach, verdammt. Da fehlt mir jetzt echt ein Lehrer. Aber machen wir einfach weiter. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play. Banished. Bis dann, euer Doc. Ciao.